Willkommen zurück bei Ground & Pound TV. Wir sind heute hier bei Respect Nummer 13 und neben mir haben wir den Veranstalter des Ganzen, Sven Neumann. Hallo Sven, erstmal ja, danke für die tolle Veranstaltung, hat super Spaß gemacht mal wieder. Wie ist denn dein Resümee jetzt von Respect 13? Ja, ich muss sagen, wir waren ja das erste Mal in Baden-Württemberg jetzt mit Respect. Ich bin eigentlich für unser Debüt bin ich hier sehr zufrieden. Wir haben, glaube ich, tolle Fights geboten. Wir haben eine tolle Maincard gehabt, also Jonas Bildstein, Tassilo La, ja, auch Andreas Bürgels, der jetzt, sagen wir mal, gegen Shamil da verloren hat. Ist auch ein Bombenfight gewesen. Viele haben Shamil nicht auf der Rechnung gehabt, aber ist halt bei den Leuten aus dem Osten so, ist ein starker Ringer, ja, da muss man halt mit leben. Dann ist halt so gelaufen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Für die Temperaturen waren sehr viele Zuschauer. Man muss sagen, viele haben wahrscheinlich gedacht, nee, Sauna und MMA, das machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen lieber in den Biergarten. Dafür bin ich eigentlich zufrieden, ja. Ja, und vor allem es sind ja nicht immer nur große Namen, die man unbedingt auf einer Fightcard braucht, sondern auch natürlich entsprechend Talente, die sich durch solche Siege wie eben zum Beispiel heute Shamil Atuganov gegen Andreas Bürgels hervortun, die wo man dann in ein paar Jahren vielleicht sagen kann, hey, ich habe den damals schon auf der ersten Respect in Karlsruhe mal gesehen, wie er ganz, so ein ganz kleiner Pimp im MMA war und jetzt ist er, weiß der Geier wo, in irgendeiner großen Organisation. Von daher, auch das ist natürlich immer ein Verdienst. Ich fand auch die Matchups sehr ausgewogen, auch wenn viele natürlich sehr früh geendet haben. Aber ich denke mal, für die Stimmung hier in der Halle war das, hat der Stimmung auf jeden Fall keinen Abbruch getan und die lokalen Kämpfer, ja, manche hat natürlich mehr überzeugt, mancher weniger, aber ich denke mal, mit der Stimmung an sich kann man auch zufrieden sein, oder? Die Stimmung war bombastisch, vor allem bei unserem Lokalmoderator Sebastian Heil, der hier seit zweieinhalb Jahren, nach zweieinhalb Jahren Pause wieder im MMA-Ring aufgeschlagen ist, beziehungsweise in dem Fall ist halt Daniel Kimling aufgeschlagen. Ja, bombastisch, ich habe das mitgekriegt. Sebastian Heil hat hier, glaube ich, 150 Zuschauer hinter sich gehabt und die haben ja eine Bombenstimmung gemacht. Also, aber auch die Mannheimer haben ganz tolle Arbeit geleistet, haben viele Zuschauer gebracht, ja, auch die Leute aus Laa. Ich hätte gerne Johannes Grebe hier gehabt, ist ein Lokalmatador, wir haben ihn hier bei Cage gehabt. Ist auch jemand, der immer für viele Leute zieht, die viele Stimmung machen und die dann letztendlich hier die Halle zum Beben bringen. Ja, das braucht ja so eine Veranstaltung. Davon sind wir ja abhängig. Dann muss ich noch einmal kurz eine Sache ansprechen. Und zwar gab es heute auch einen Sieg durch Disqualifikation. Ja, Artem Buchmacher hat am Anfang eigentlich den Standkampf bestimmt. Es ging auf den Boden, er hat ein Knie zum Kopf eingesteckt und dann gab es von seinem Gegner leider zwei Soccer-Kicks und dann auch Schläge auf den Hinterkopf. Zumindest habe ich das so von meiner Position aus gesehen. Ja, wie fühlt man sich da als Veranstalter, wenn man dann dieses Urteil auch sieht? Ja gut, dafür habe ich ein qualifiziertes Kampfrichterpersonal hier. Aus meiner Sicht da war das auch so. Ich habe die Soccer-Kicks gesehen, ja, und ich denke, es ist die einzige richtige Entscheidung gewesen. Sicherlich wollen wir dem Gegner natürlich noch die Möglichkeit geben, sich das Video anzuschauen. Und wenn er dann Protest einlegen möchte, dann ist das so. Aber ich hatte einen sehr guten Blick auf diese Aktion und ich muss sagen, ja, es waren meiner Meinung nach zwei Soccer-Kicks. Und dann ist es einfach die richtige Entscheidung. Wir wollen ja sauberen Sport haben. Das ist eine verbotene Technik, die diesen Kampf wahrscheinlich vorentscheidend beendet hat. So müssen wir damit leben. So ist Sport, ja. Ganz genau, so ist Sport. Gehören eben manchmal auch solche Entscheidungen leider dazu. Solange man es aber sportlich fair nimmt, und ich denke mal, beide Parteien haben das auch sportlich fair weggesteckt, ist es auf jeden Fall eine gute Grundlage für die Zukunft. Und wenn wir schon bei der Zukunft sind, dann kann man ja auch auf die zukünftigen Veranstaltungen, die du für Respect geplant hast, zu sprechen kommen. Das sind ja nicht mehr nur, ich sag mal, die normalen Respect-Cards, wie wir sie früher hatten, sondern da gibt es ja jetzt auch ein paar leichte Änderungen. Also was kommt da jetzt noch auf uns zu in diesem Jahr?
Wir haben einiges geplant. Wir werden im September wieder hier nach Karlsruhe kommen. Also nach der Sommerpause werden wir wieder Karlsruhe. Da sind wir in einer bisschen größeren Location wie hier. Da machen wir quasi ein Triple-Event. Ja, das heißt, wir machen tagsüber Respect Amateur Championships. Das lassen wir wieder aufleben. Ja, geben frischen, jungen Kräften die Möglichkeit, sich dort zu messen. Wir werden wahrscheinlich ein, zwei dieser Kämpfe dann auch im Abendprogramm, die Finals, zeigen. Wir werden dann erstmals Respect Amazons machen. Wir hatten eigentlich vorgesehen gehabt, dass wir ein reines Frauen-MMA-Event machen, aber es ist sehr schwer in Deutschland eine gesamte Fightcard mit Frauen voll zu bekommen, und wir haben uns dazu dann entschlossen, dass wir wahrscheinlich 8 Frauenkämpfe veranstalten. Das ist ja schon mal eine ganz gute Hausnummer, sage ich mal. Und das gute Dritte, was wir dort machen werden, ist dann Respect 14. Da werden dann auch 4 Männerkämpfe stattfinden. Das ist dann quasi das andere Häubchen oben drauf. Wahrscheinlich wird auch Sebastian Theil wieder kämpfen. Wir stehen auch im Gespräch mit Johannes Grebe. Also wir haben Johannes Grebe quasi. Er wird dort gegen Christoph Hector kämpfen. 77 Kilo. Ja, das ist so das, was wir für den September geplant haben. Im Anschluss werden wir das erstmals eine Veranstaltung machen, die heißt Striker, Respect Striker. Das wird ein reines, auch wenn mich viele MMA-Fans vielleicht dafür erschlagen werden, aber das wird ein reines K1-Event werden. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir haben halt einfach die Probleme, dass wir nicht jede Location bekommen, die wir gerne hätten. Viele blocken einfach ab, wenn sie den Namen Mixed Martial Arts hören, und dann haben wir gedacht, okay, andere Veranstalter machen Grappling-Events und wir gehen in die andere Richtung. So, wir machen was für den Stand-Up und wollen aber auch in dieser Hinsicht Sportler, die aus dem Stand-Up kommen, für MMA gewinnen. Gibt es dann auch schon ein erstes Datum? Also du sagst, für das Triple-Event hast du September gesagt, aber da gibt es vielleicht ja schon ein genaues Datum? Das wird der 19. September werden. Das findet statt in der Rheinstrandhalle hier in Karlsruhe. Die Events im Oktober und November, wir werden noch 2 weitere Events dieses Jahr machen, die sind noch nicht genau terminiert. Hast du dann eigentlich auch vor, also Respect ist ja eigentlich aus dem Kölner Raum hier runtergezogen jetzt für dieses Event. Soll Respect dauerhaft hier im Badischen bleiben oder geht ihr dann nochmal auf eine Reise? Nein, wir gehen nochmal auf Reise. Also wir stehen auch schon im Gespräch mit Mainz. Ja, also wir werden wahrscheinlich nach Mainz gehen. Und wir werden auf jeden Fall im nächsten April, also April 2016, wieder nach Nordrhein-Westfalen zurückkehren. Wir werden wieder während der FIBO veranstalten. Wir werden nicht den Fehler machen, den wir letztes Mal gemacht haben, dass wir eine Location suchen, die ca. 60 Kilometer entfernt ist und über den Verkehr sehr schlecht zu erreichen ist. Wir wollen den näheren Bezug zu der Stadt Köln haben und zur FIBO. Also wir werden direkt in Köln veranstalten. Wir sind auch schon im Gespräch mit Hallen. Das klingt doch ausgezeichnet. Da kann man sich nur auf die nächsten Monate und die nächsten Jahre von Respect FC freuen. Ich habe dir schon für die Veranstaltung gedankt, ich mache es nochmal. Danke für den schönen Abend hier in Karlsruhe und ja, für die Zukunft von Respect, alles Gute. Ja, ich danke dir. Danke.